So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber bevor wir rübergehen, müssen wir natürlich wieder Danke sagen. Denn wir haben ein neues Mitglied in der Familie, nämlich den Shark.de. Erstmal Grüße gehen an dich raus. Vielen Dank für deinen Support. Wie gesagt, jeder, der Mitglied wird, ist natürlich ein besonderer Supporter. Weil mit Geld kann man sich was kaufen. Nein, Quatsch. Ihr wisst, was ich meine. Also vielen Dank für den Support. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. So, dann, ihr wisst, gestern Abend war ja das PlayStation 4 Turnier. Natürlich habe ich daran teilgenommen. Habe da mal gerade alles umgeklemmt. Und muss sagen, habe eigentlich relativ gut angefangen, aber auch ziemlich schlecht aufgehört. Aber es hat gereicht. Also wir haben die Pickaxe bekommen. Das ist einmal die hier. Ah, warte, ich muss den Ton mal wieder umstellen. Ich habe immer den Ton von Dings wieder drin. Zack, zack. Aber ich werde sie natürlich auch heute im Livestream dann benutzen. Und dann werdet ihr auch genau sehen, wie die Ingame aussieht. Ich muss jetzt sagen, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ganz ehrlich nicht. Dann haben wir noch das eine Spray bekommen. Aber ich muss sagen, das Turnier war nicht so berauschend. Warte, wo ist das Spray? Spray, Spray, Spray. Ja, wir suchen. Ja, genau, klatsch noch. Mach mich noch schön nervös. Klatsch noch mehr. Wo ist denn das? Den Plint. Ach, da ist es. Das haben wir bekommen. Ah, ne, oder? Doch. Das war das. Ich hätte schon schwören können, ich hätte das schon gehabt. Warte mal, oder habe ich hier was durcheinander gebracht? Ne, das war doch das, was wir bekommen haben gestern. Safe. Safe call. So, dann würde ich aber sagen, gehen wir jetzt rein in den Shop. Genug dumm Zeug geredet. Auf jeden Fall unter die besten 25% kam ich. Dass ich nicht unter die besten 5% komme, das war mir so klar. Aber gehen wir jetzt mal rein in den Shop. Denn, was gucke ich? Guck ganz schnell durch. Er ist wieder riesig. Der Shop ist einfach riesig. So. Früher gab es 3-4 Skins am Tag, inzwischen haben wir jeden Tag 10 Skins, was soll der Geiz? So, dann haben wir hier den Sandsturm mit drin. Der Skin gefällt mir wie immer richtig gut. Das Einzige, was mich stört, ist hier so ein bisschen der Umhang. Weil, wenn ihr mit dem springt, geht der immer hoch runter. Das ist eigentlich wirklich das Einzige, was mich an dem Skin so ein bisschen stört. Aber so an sich ist das ein Top-Skin. Ich finde eh diese... Ihr dürft nicht vergessen, ich bin ein bisschen älter, bin mit Aladdin und König der Löwen quasi groß geworden. Also so an Aladdin kommt bei mir sowieso nichts vorbei. Ist natürlich die weibliche Variante, aber ist einfach top. Also mir gefällt dieser Skin sehr gut. Dann die männliche Variante, allerdings auch nur ohne Maske. Ich will immer das Gesicht haben. Auch hier, mit denen würde ich zum Beispiel so spielen, weil so sind wir einfach zu, ja, sieht aus wie ein Urlauber. So sieht er richtig fresh aus. So ist nice. Also die zweite Variante ist eigentlich immer die beste. So, was haben wir noch dabei gekriegt? Eine neue Tarnung. Also nicht neu, sondern eine Tarnung. Bevor wieder einer in die Kommentare reintritt. Die Tarnung ist aber nicht neu. Dann Chromo. Ich sag ja. Das ist schön. Ewige Sande. Ich warte, welche Film waren das nochmal? Ich sehe es immer, denk's mir, ewige Sande war doch mit dem Umhang und alles. Und halt im Sandsturm. Warte mal, Moment, ich komme jetzt drauf. Ne, sonst war nix. Dann haben wir hier einmal die Frostschneide. Ich denke noch drüber nach. Dann haben wir Schlotter. Da sind nicht die Rückenaccessoires mit den Flügeln, die sind einfach zu geil. Das Problem ist, ich bezahle nicht 1500 V-Bucks nur um das Rückenaccessoire zu bekommen. Weil der Skin an sich, ja, kann man spielen, aber ist halt wieder so Geschmackssache. Und denkt dran, wenn ihr euch was kaufen wollt, ich sehe es nämlich gerade, wie ihr seht, ich unterstütze gerade gar keinen, tragt meinen Creator-Code ein. YT-FamilyPack. Weil, wenn nichts eingetragen ist, auch das sehe ich. Quatsch. Nein, aber wenn ihr mich supporten wollt, einfach YT-FamilyHack. Jeder Supporter ist da wichtig, in Anführungszeichen. Dann haben wir hier die Allsicht. Ah ja, die Pickaxe feiere ich überhaupt nicht. Dann dieses komische
Häuschens Dach. Ja, gehen wir mal weiter. Dann haben wir Lace mit drin, natürlich auch mit der zweiten Variante. Man kennt es. Bei dem Skin, ja, da feiere ich irgendwie gar nichts dran. Das Spiel würde ich halt, wenn die Variante spielen. Aber wohl doch, so geht der Skin eigentlich schon klar. Ich sage ja immer wieder, man muss eigentlich die Skins testen können. Dann Paradox ist wieder drin. Hat nur den Stil. Naja, ich hätte jetzt schwören können, der hätte noch einen goldenen Stil. Ich verwechsel das gerade mit einem anderen Skin. Aber den Skin, naja, naja, ist halt ein Brocken. So, was haben wir noch? Da sind wir schon durch. Dann haben wir Elmira. Natürlich, gestern hatten wir die männliche Variante drin, heute die weibliche. Aber da muss ich halt echt sagen, die weibliche Variante gefällt mir jetzt in dem Skin wirklich nicht so gut wie die männliche. Das passende Rückenaccessoire ist genauso wie beim männlichen. Ein bisschen anders, aber vom Konzept her genau dasselbe. Dann haben wir Kommando mit drin. Wie ihr wisst, ja, OG-Skins. Dann haben wir Leuchtstab mit drin. Oha. Oha. Die Pickaxe hat wieder was. Wenn ein anderer Sound kommt, ist direkt schon wieder was anderes. Dann haben wir, wo fangen wir an? Einmal Glitter. Dann haben wir Knieklatscher. Die Musik ist nice. Und wir haben echt intensiv. Ja. Ja. Auf geht's. Wie guckt ihr mal, als müsst ihr auf Toilette. Ja, Katzen, schön macht ihr das. Gibt kein Video, wo die Katzen morgens nicht direkt Randale schieben. So, dann Harley Quinn Paket natürlich immer noch da als einzelne Skins und natürlich auch als Komplettpaket immer noch da für 3100 V-Bucks. Die Eisenfratze ist auch noch da, also auch da könnt ihr noch zuschlagen, ist halt das komplette Paket da drin. Ich will nicht wissen, wie lange sie das Paket noch drin lassen, weil entweder sollen sie mal ein neues reinmachen oder sollen sie einfach rausnehmen. Dann der Naschmann ist immer noch drin. Ah ja. Und natürlich auch immer noch Herzschlag. Also der Shop ohne Quatsch bleibt riesengroß. Dann haben wir noch immer noch Liebesdorn drin. Hallo? Aha, wenn, hab ich ja gesagt, die dunkle Variante. Aber ich denke mir, hier brauchen wir eigentlich jetzt nicht mehr viel sagen. Herzensbrecherin ist immer noch drin. Ex, immer noch drin. Dann wahre Liebe. Zack. Dann Küsschen. Ich denke mal, ja gut, Valentinstag ist jetzt eigentlich rum. Eigentlich müsste soweit alles rauskommen. Und dann wahres Herz. Und danke erstmal für alle, die da supportet haben und sich das Video angeguckt haben. Von den anderen Tänzen werde ich gleich mich hinsetzen. Kommt natürlich auch wieder was. Also wer da wo Hintergrundmusik braucht für seine Videos, da bekommt ihr sie. So, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem normalen Shop. Wie gesagt, denkt dran, guckt bitte, ob mein Creator-Code drin ist. Ich battle extra ein bisschen in Anführungszeichen herum, weil es einige wirklich rausgenommen haben oder einfach nicht eintragen. Wäre halt echt nett von euch. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber in Rette die Welt. Ihr kennt es. Hallo, wähle Spielmodus. Aha. Wer V-Bucks haben will, muss Rette die Welt spielen oder Geld ausgeben. So, V-Bucks Missionen. Ich habe den Server noch nicht nachgeguckt. Aber wir haben ja immer Zeit im Ladebildschirm. Jo, heute gibt es 35 V-Bucks in der 58er Zone. Wir suchen natürlich direkt danach. Und mal gucken, ob ich mich daran erinnern kann. Ja, da wo Sturm ist, sollen auch die V-Bucks sein. Katzen, man kann euch überhaupt nicht hören. So, man geht auf die Karte 58. Wo ist 58? Geisterstadt, man kennt es. Da ist es schon. So, muss ich die Katzen doch mal gerade unterbrechen. So, hier ist die 35 V-Bucks Aufgabe. Dann gehen wir ganz kurz noch in den Lama Shop rein. Einmal Upgrade Lama. Ja, nichts Besonderes.
Dann Superhelden-Lama. Ja, da ist halt die Jazz mit drin, aber so besonders ist das jetzt auch nicht. Hier fehlt mir immer noch ein bisschen Gold. Hab jetzt zwar gestern ein bisschen gespielt, aber ich kann sie mir immer noch nicht kaufen. Aber das kriege ich definitiv auch noch hin. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.